Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zu einer neuen Ankündigung zusammen mit mir. Ich bin Felix der Weise. Heute möchte ich auf eine der häufigsten gestellten Fragen von euch eingehen. Insbesondere auch nochmal ein Dankeschön an den Ramagani aussprechen, der mir diese Frage auch nochmal gestellt hat. Und ich habe in diesem Punkt nochmal nachrecherchiert. Ramagani, das ist auch ein YouTuber, der Transim World Let's Plays aufnimmt. Und das Besondere an seinem Kanal ist, dass ihr dort diese Let's Plays von Transim World von einem echten Lokführer erleben könnt. Wem das also interessiert, der sollte unbedingt mal vorbeischauen. Ja, und bei uns geht es heute in diesem Video um das neue Transim World 4, welches offiziell von DTG am Donnerstag, dem 26. September 2023 veröffentlicht werden soll. Und eine der am meisten gestellten Fragen von vielen in den Kommentaren war, ob die Inhalte der Transim World 4 Deluxe Edition bzw. Transim World 4 Special Edition auch als Einzel-DLCs erhältlich sein werden. Dies betrifft zum einen die Lokomotive Baureihe 193 Vectron und zum anderen die Dampflokomotive Flying Scotsman. Und diese Inhalte werden ja in der aktuellen Roadmap zu Transim World 4 als exklusiv für Transim World 4 Deluxe bzw. Transim World 4 Special Edition ausgewiesen. Doch der aktuellen erweiterten bzw. aktualisierten FAQ zu Transim World 4 ist zu entnehmen, dass diese beiden Lokomotiven wohl auch ab Herbst als Einzel-DLCs für Transim World 4 verfügbar sein sollen. Das heißt, wer sich also die Special Edition von Transim World 4 oder eine der regionalen Editionen von Transim World 4 gekauft hat oder kaufen wird, der kann auch nachträglich die beiden Lokomotiven jeweils als Einzel-DLC für Transim World dazu kaufen. Die Lokomotiven sollen ab Donnerstag, dem 26. Oktober 2023, auch einzeln für Transim World 4 erhältlich sein. Das heißt, es gibt dann die Möglichkeit, die Vectron-Lokomotive einzeln zu kaufen oder auch die Flying Scotsman. Für die Flying Scotsman wird es ab 26. Oktober auch ein weiteres Starter-Pack geben, das Centenary Flying Scotsman Transim World 4 Starter-Pack. Darin enthalten auch das Trainingscenter und die East Coast Mainline sowie die genannte Dampflokomotive mit historischen Personenwagen. Die Flying Scotsman, das ist eine der schnellsten Dampflokomotiven der Welt. Diese Dampflokomotive schaffte auf der East Coast Mainline Geschwindigkeiten von bis zu 100 Meilen. Das entspricht umgerechnet etwa 160 Stundenkilometer. Sie zog auch den legendären Schnellzug Flying Scotsman, welcher London mit Edinburgh verband. Die Lokomotive wird in der Transim World 4 Deluxe und Special Editionen bereits zum Release enthalten sein mit historischen MK1 und MK2 Personenwagen. Dazu gibt es Szenarien und Fahrplanfahrten auf der Strecke East Coast Mainline zwischen Peterborough und Doncaster und natürlich auch ein Training im Trainingscenter. Und ab dem 26. Oktober 2023 wird es diese Lokomotive auch als Einzel-DLC und als ein weiteres Starterpack für Transim World 4 geben. Und die zweite Lokomotive, auf die sich die meisten von euch vor allem freuen, das ist natürlich die Elektrolokomotive Baureihe 193 Siemens Vectron. Diese Lokomotive wird ebenfalls in der Transim World 4 Deluxe Edition und Transim World 4 Special Edition bereits zum Release von TSW 4 enthalten sein. Mit dieser Lokomotive zusammen wird es einen neuen Güterwagen geben. Außerdem gibt es für diese Lokomotive auch Szenarien und Fahrplanfahrten für die deutsche Strecke Dresden-Riesa. Diese Strecke bekommt ja mit TSW 4 ein sehr großes Upgrade sowie einen neuen bzw. erweiterten Fahrplanmodus. Außerdem wird es mit dieser Lokomotive möglich sein, sowohl Personenzugfahrten als auch Güterzugfahrten auf der Strecke Dresden-Riesa zu machen. Die Lok kann wohl auch im Fahrplanmodus der Strecke S-Bahn Vorarlberg gefahren werden, also der neuen österreichischen Strecke von Lindau nach Bludenz. Wie genau sich das dann zusammensetzt und welche Fahrplanfahrten da möglich sind, das ist aktuell noch nicht bekannt. Aber fest steht, dass auch die Lokomotive Baureihe 193 Vectron ab dem Donnerstag, dem 26. Oktober 2023 ebenfalls einzeln für Transim World 4 als DLC erhältlich sein wird. Doch hier
hier stellt sich die entscheidende Frage, lohnt sich denn wirklich der Einzelkauf dieser Lokomotiv-DLCs? Und der aktuelle Stand sagt, dass sich das zumindest zum aktuellen Zeitpunkt, wir befinden uns in der Vorbestellerphase, Transom World 4 soll ja erst in gut 3 Wochen veröffentlicht werden und aktuell könnt ihr auf allen Plattformen Transom World 4 vorbestellen und das mit einem satten Vorbestellerrabatt. Für PC gibt es zum Beispiel auf der Plattform Steam Rabatte bis zu 25%, dann gibt es auch auf der Xbox Rabatte von 20%, nur auf der PlayStation ist es etwas schwieriger, zwar kann man auch im PlayStation Store TSW 4 vorbestellen zu einem rabattierten Preis. Allerdings ist, um diesen Rabatt dort nutzen zu können, eine kostenpflichtige PlayStation Plus Mitgliedschaft zwingend erforderlich. Das heißt, der Kauf einer billigeren Transom World 4 Edition, zum Beispiel Standard oder einer der lokalen Editionen und ein späterer Kauf des DLCs, zum Beispiel der Baureihe 193, lohnt sich eigentlich nach aktuellem Stand nur auf der PlayStation 4 bzw. PlayStation 5 da und auch nur, wenn ihr dort kein Mitglied im PlayStation Plus seid. Also ohne PlayStation Plus Mitgliedschaft könnt ihr auch TSW 4 vorbestellen, allerdings dann zum Vollpreis. Und diese lokalen Editionen, die erscheinen ja erst zum Release am 26. September. Also zusammengefasst muss man sagen, wenn ihr PlayStation Plus Mitglied seid oder für auf der Xbox oder einer anderen Edition Transom World 4 spielt, lohnt sich, das ist meine ganz persönliche Meinung dazu, eher der Kauf der kompletten Deluxe Edition, da die Ersparnis eines Einzelkaufs, das heißt einer einzelnen Länderedition, zum Beispiel S-Bahn Vorarlberg und ein späterer Kauf des DLCs der Baureihe 193. Da ist ja auch mit 13 bis 15 Euro zu rechnen. Da ist die Ersparnis wirklich minimal. Das heißt, wenn ihr euch für diese Exklusivinhalte Flying Scotsman und Baureihe 193 interessiert, auch wenn ihr euch nur für die 193 interessiert, dann kommt ihr trotzdem meiner persönlichen Meinung nach mit dem Vorbestellen der Deluxe-Edition für Transom World 4 am besten. Wenn ihr diese Lokomotive auch gleich zum Release am 26. bzw. Deluxe-Edition und Special-Edition, die könnt ihr sogar schon ab Donnerstag, dem 21. September schon spielen. Also da kommt ihr grundsätzlich meiner persönlichen Meinung nach besser weg, wenn ihr diese Deluxe-Edition zum rabattierten Preis vorbestellt. Aber es ist letzten Endes auch eure eigene Entscheidung. Wenn ihr euch absolut nicht für die anderen Inhalte interessiert und wirklich nur diese Vectron-Lokomotive haben wollt, dann könnt ihr natürlich auch den Release der lokalen Editionen abwarten und euch dort zum Beispiel die österreichische Strecke kaufen oder eine der anderen Strecken. Es wird auch von Dresden-Riesa noch eine TSW 4 Edition geben, eine German Regional Edition, also eine deutsche Regionaledition. Da ist dann die Strecke Dresden-Riesa mit dem Upgrade drin und da könnt ihr euch das dann natürlich nach dem Release auch kaufen und dann später im Oktober die Baureihe 193 dann dazu. Da dürftet ihr mit dem Preis dann knapp über 50 Euro liegen ohne Rabatte. Ja, soweit also der aktuelle Stand. Fest steht also, es wird die Lokomotiven Flying Scotsman sowie die Baureihe 193 Vectron auch nach dem Release von Transom World 4 als Einzel-DLCs geben, das Ganze ab dem 26. Oktober 2023. Fest steht aber auch, dass sich zum aktuellen Stand der Kauf einer Regionaledition und der spätere Nachkauf des DLCs eigentlich preislich kaum lohnen. Also die Ersparnis ist dort wirklich minimal. Das, wie gesagt, meine persönliche Meinung. Ja, habt ihr noch weitere Fragen zu den verschiedenen Transom World 4 Editionen und zu den Strecken und zu Transom World 4 im Allgemeinen, dann schreibt's in die Kommentare. Ich danke euch wieder bis hierhin fürs Zuschauen und fürs Zuhören. Freue mich, wenn ihr im nächsten Video wieder dabei seid. Habt bis dahin eine schöne Zeit. Euer Felix, der Weise.